Hallo zusammen, ich habe hier unsere 150 AH Lithium-Batterie. Lithium-Eisenphosphat. Wir haben hier das Datenblatt, das verlinke ich euch logischerweise unten. Mehr ist darauf eigentlich momentan nicht zu sagen. Was ich euch zeigen möchte, ist diese Batterie von innen. Wir können diese Batterie aufmachen. Wir sehen hier, da führen Silikonkabel 6 Quadrat, nee, 8 Quadrat, komisches Maß aus China, hier auf den Pol, und der wird dann durchgeführt fürs Minus, und das gleiche ist auch bei 230 Volt. Theoretisch müsste man diese Batterie so stürzen können. Also die Batterien sind, den Kasten lege ich mal auf die Seite, die Batterien sind an sich ja nicht unbedingt gebaut, um auseinandergenommen zu werden. Also so steht das Teil jetzt wieder hier, so wie es vorher war. Und der Kasten ist hier mit den Anschlüssen oben drauf. Wir haben hier den Plusabnahme und das Minus wird übers BMS geführt. Das ist dann alles so kompakt eingepackt. Ja, BMS mit Bluetooth. Ich kann auch übers Handy die Batterie, die Zustände auslesen und so weiter. Also die Batterien sind verklebt, vergossen und nicht gebaut zum Auseinandernehmen. Man könnte auseinandernehmen. Man könnte hier was rumbasteln, aber da ist die Garantie weg. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen zu dieser 150 Ampere Batterie. So sieht die aus von innen. Ich mache euch hier natürlich einen Link von der kleineren, von der 100 Ampere, auch offen, so wie das hier. Wir können hier 150 Ampere rausziehen aus dieser Batterie. Spitze. Nur, wer braucht im Camper 150 Ampere? Wer braucht in der Alphütte 150 Ampere? Niemand. Das ist kurzzeitig, kann ich das rausziehen, weil nachher wird ja auch die Batterie zu warm. Wir haben auch hier die Temperatursonde, wenn ich euch das so zeige. Die Sonde geht hier ins Batteriepack rein. Die Batterie wird beim Entladen und beim Laden warm. Sobald wir Zellentemperatur haben über 60 Grad, ist das eigentlich nicht ganz ideal. Aus diesem Grund, zu schnell laden und entladen, vor allem 150 Ampere rausziehen, könnte ich, aber dann ist die Batterie innerhalb einer Stunde leer und das ist nicht die Standardanwendung oder für das, was diese Batterien gebaut sind. Oben alles verlötet, nicht viel zum Sagen dazu. Hier mache ich euch einen Link über den Stromverbrauch, zum Beispiel Kaffeemaschine betreiben mit einer kleineren 100 Ampere. Die Leistungen sind die gleichen. Ich kann 150 Spitze rausziehen, aber 10 Minuten und dann aufhören. Alles andere schädigt der Batterie. Das war's von der Batterie. Wenn ihr so eine Batterie möchtet und ihr kommt bei mir mit dem Wohnmobil vorbei, wechseln wir euch die Batterien zum Nulltarif, also gratis, die Arbeit, nicht die Batterie. Die Batterie müsst ihr bezahlen in eurem Wohnmobil, und diese Aktion gilt noch bis Ende Februar. Wir haben die Batterien lagernd, wir haben auch Liontron-Batterien am Lager, also wir sind flexibel. Ich verlinke euch die unten noch die Übersicht von den Batterien, was wir am Lager haben. Stimmen die Bestände teilweise nicht ganz sauber, aber in der Regel haben wir alle Batterien bei uns im Hause
am Lager. Ich wünsche euch hier das Video von der offenen 100er und hier einen mit Belastung mit einer Kaffeemaschine und Wechselrichter. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.